Wenn ich eine gute Strategie entwickle, dann sehe ich mir ja an, was habe ich ein Problem, was habe ich aus diesem Problem heraus für Bedürfnisse und wie kann ich das lösen? Ja, das ist ja eigentlich so der Gang von der Strategie. Und wir machen aber Strategie immer, was kann ich und wie kann ich jetzt irgendwas formulieren, was vielleicht zu dem Problem passt, das mich gut aussehen lässt mit dem, was ich kann. Ja, also so eine fähigkeitsorientierte von unten nach oben Strategieformulierung haben wir immer ganz stark in diesem Feld. Die Bundeswehr stolpern da immer noch rum. Ja, also die Bundeswehr, muss ich mal ganz ehrlich sagen, die hat es geschafft, von einer schlechten Ausgangssituation in eine miserable Ausgangssituation zu degenerieren mit ihren Versuchen. Denn die Bundeswehr zum Beispiel muss sowieso sichere IT haben, zumindest überall da, wo eine Waffe dranhängt oder eine militärische Fähigkeit, möchte ich eine IT, die nicht nur gegen Script-Kiddies sicher ist, also gegen irgendwelche Teilzeitprogrammierer, sondern gegen NSA, FSB, PLA und so weiter, sonst kann ich mir die Bundeswehr auch schenken. Ja? Also eine Technologie muss so gebaut sein, dass der, der das Ding benutzen soll und sicherheitssensibel und richtig benutzen soll, dass der das auch ohne Probleme so benutzen kann. Und in der Wirtschaft zum Beispiel, genauso wie auch bei der Bundeswehr oder so weiter, sind das halt Leute, die haben andere Aufgaben, die sollen sich nicht die Hälfte ihrer Zeit mit IT-Sicherheit beschäftigen. Die sind unter Umständen gelangweilt, desinteressiert und inkompetent und die müssen das aber immer noch fehlerfrei benutzen können.